Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Verzeiht, dass ich irgendwie ein bisschen schmatze, aber ich musste gerade ein Stückchen essen. Du bist der Erste, der es kapiert hat. Was hast du sicher nur in den falschen Hals? Wenn er meint, soll er machen. Ich dachte halt. Du sollst nicht denken. Deine Laune möchte ich nicht haben. Ja, ja, Schluss damit. Ich denke mal, da geht's zum großen Boss. Mal hier durchgucken. Ich habe da einen Spalt entdeckt. Ist hier jemand? Nicht so aus, als wenn hier jemand wäre. Kommen wir nur einmal komplett rum. Sind schon aufgetaucht. Hier drinnen hast du nichts zu suchen. Okay, ich gehe schon raus. Genau. Mach, dass du Land gewinnst. Ja, aber da standet da vorher nicht, ja? Woher soll ich denn wissen, dass ich da nicht rein darf? Vögel. Weitergehen, Civilist. Weitergehen, Civilist. Weitergehen, Civilist. Okay. Was ist das denn hier alles? Ich denke mal, hier darf ich nicht rein. Wo sind wir denn hier? Metallschrott verboten. Hier ist schon wieder verboten. Da geht es irgendwo runter. Ich denke, ich darf hier nicht sein. Oh, bitte. Ich gehe gerade voll im Keller spazieren. Oh. Ja, den nehme ich jetzt nicht mit. Hey! Okay. Geh lieber. Lass mich raus hier, schnell. Ich darf hier nicht sein. Gehen. Ich wiederhole mich nicht gerne. Ja. Jetzt reicht's. Bin draußen. Bin voll und ganz draußen. Kann ich nichts klauen? Weil die direkt davor stehen, Hilfe schreiben. Das kann ich aber nehmen. Ja, dann reden wir mal erstmal mit dir. Ja? Gibt es etwas Dringendes? Wie du dir denken kannst, habe ich alle Hände voll zu tun. Diese Stadt regiert sich leider nicht von alleine. Darum entschuldige bitte, wenn ich kurz angebunden bin. Der Mensch braucht schließlich Führung, gerade an diesem Ort. Du bist also der Boss hier. Sagen wir der Einfachheit halber, dass ich die Stelle bin, an der alle Fäden zusammenlaufen. Aber vertiefen wir das Thema nicht weiter. Sonst landen wir noch bei der Politik. Und danach steht mir nicht der Sinn. Falls du übrigens von mir etwas erbitten willst, vergiss das. Wir sind gezwungen, mit unseren Rationen zu haushalten. Die Schutzsuchenden durchzufüttern ist eine logistische Herausforderung. Das kann ich mir vorstellen. Seit wann hast du den Vorsitz über die Koppelstadt? Ich bin nunmehr 8 Jahre im Amt. 8 Jahre. Und einfach war es nicht, das kannst du mir glauben. Eine gewisse Neutralität zu wahren und zusätzlich den Alps die Stirn zu bieten. Bei Kalan, es gibt wahrlich angenehmere Posten, auf die man mich hätte setzen können. Und wenn dich jemand ablösen will? Dann soll er es wollen. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Und ich sage dir auch warum. Das große Konzil von Magalan liegt jetzt schon etliche Zeit hinter uns. Das ändert aber nichts daran, dass die Verträge für mich noch gelten. Es wurde beschlossen, dass wir Kleriker den Vorsitz zugesprochen bekommen.
Wir haben uns im Gegenzug verpflichtet, neutral zu urteilen und für die Sicherheit aller einzutreten. Dass wir aktuell mehr Strenge zeigen müssen, gefällt mir auch nicht. Aber anders können wir unsere Verpflichtung nicht erfüllen. Von den ganzen Dieben in dieser Stadt ganz zu schweigen. Was wurde sonst noch im Konzil von Magalan beschlossen? Im Grunde genommen alles, um einen andauernden Frieden zu sichern. Gefangenenaustausch, Sicherung der Landesgrenzen, Rückgabe fremden Eigentums und so weiter und so weiter. Zyniker würden sagen, die Verträge sind das Papier nicht wert, auf dem sie verfasst wurden. Aber solange sich der offizielle Status nicht ändert, halte ich mich an das, was beschlossen wurde. Einzig und allein kleinere Anpassungen erlaube ich mir. Das erfordern einfach die Umstände. Was muss ich über die Kuppelstadt wissen? Das, was ich dir sagen kann, ist auch das Offensichtliche. Wir sind ein Schmelztiegel der Völker. Früher, als man müde vom Krieg war, herrschte Ruhe. Und man konnte in Frieden miteinander leben und handeln. Aber jetzt herrschen nur noch Gier, Wut und Angst. Draußen herrscht Krieg. Und hier drinnen werden dir die Splitter aus der Hand gestohlen, wenn du nicht aufpasst. Die Welt spielt verrückt. Und der Grund dafür ist... Der Grund? Du meinst wohl die Gründe. Vielleicht hilft es dir, wenn ich dir sage, wie die Dinge stehen. Die Berserker leben immer zurückgezogener, seit sie ihre Gesetze erlassen haben. Die Outlaws sind noch unberechenbarer als vorher. Jemand wie dieser Duke hätte nie die Macht an sich reißen dürfen. Und während die Alps ihren eisigen Hauch über die Welt jagen, suchen die abtrünnigen Separatisten bei uns Unterschlupf. Allesamt dunkle Vorzeichen, dass wir erneut einer globalen Katastrophe gegenüberstehen. Und wir stehen mitten im Zentrum. Entmutigend, nicht wahr? Gibt es hier viele Diebstähle in der Stadt? Viele ist gar kein Ausdruck. Ich glaube, hier treibt sich eine organisierte Bande herum. Aber sicher bin ich mir da nicht. Mir wird immer wieder von Diebstählen berichtet. Aber ein Schuldiger wird fast nie gefunden. Ich habe für jeden Hinweis, der zur Ergreifung der Diebe führt, ein stattliches Kopfgeld ausgesetzt. Wenn du also etwas weißt, komm damit zu mir. Ich mache dich zu einem reichen Mann. Gibt es etwas, wobei ich dich unterstützen kann? Wenn du helfen willst, dann gibt es da eine Sache, die zügig angegangen werden muss. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass die Stimmung hier aufgeheizt ist. Ein Windzug und all das, was wir in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben, bricht in sich zusammen. Das gilt es zu verhindern. Erst kürzlich hat mir einer meiner Leute berichtet, dass die Outlaws eine Waffenlieferung erwarten. Das Letzte, was diese Stadt braucht, sind noch mehr Waffen. Schon gar nicht in den falschen Händen. Ich will, dass die Lieferung abgefangen und an mich übergeben wird. Wegen der Waffenlieferung. Ach, Paige verraten? Oh, nee. Du setzt deine Leute als Spitzel ein? Natürlich. Anders ist es unmöglich, an brauchbare Informationen zu kommen. Solange wir die Übersicht über alle Geschehnisse haben, kann der Status quo erhalten werden. Informiert zu sein ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Gerade bei diesem arbeitsscheuen Gesindel aus der Wüste. Ich will Paige nicht verraten. Wo war ich denn jetzt noch nicht? So, da drinnen war ich. Ich war da hinten in der Ecke nicht. Ich habe das schon mal gehört. Darf ich hier überhaupt sein? So, oben war. Habe ich alles fertig? Er hätte das nicht tun dürfen. Beiden sind sich immer noch am Unterhalten. Ja, Paige hatte ich gesagt, will ich nicht verraten. Okay, dann gehen wir mal da hinten ein bisschen weiter. Ich versuche natürlich jetzt erstmal alle Quests wieder zusammenzusammeln. Hey du, ich habe dich gehört, wie du mit Erich gesprochen hast. Er hat dir doch einen Energieregulator für die Kuppel gegeben, oder? Ich hätte da einen Deal anzubieten.
Gib mir den Energieregulator und ich sorge dafür, dass du hier heil rauskommst, wenn alles zu scheiße wird. Was willst du mit dem Regulator? Ich werde ehrlich zu dir sein. Ich glaube nicht, dass die Herrschaft der Kleriker hier noch lange bestehen wird. Und wenn es knallt, dann will ich eine, sagen wir, Hintertür haben, um hier wieder rauszukommen. Ich will den Regulator modifizieren, sodass er mir diese Hintertür aufhält. Ich schraube ein bisschen an ihm herum, gebe ihn dir wieder, du bringst ihn an seinen Bestimmungsort und wir alle sind zufrieden. Na, was hältst du davon? Ich weiß gar nicht. Was habe ich davon, wenn ich ihn dir gebe? Ah, bist wohl auf deinen Vorteil aus, was? Diese Einstellung respektiere ich. Was hältst du von 100 Splittern? Tö. Toll. Kann ich nicht, weil ich keine Persönlichkeit habe. Alles klar. Gib mir die 100 Splitter. Hier hast du sie. Gib mir den Regulator. Gib mir einen Moment. Es dauert nicht lange. So, fertig. Hier hast du ihn wieder. Nimm ihn und bring ihn zu Lutz, wie Erich es dir aufgetragen hat. Wenn es wirklich so weit kommt, dass der Machtkampf zwischen den Outlaws und den Klerikern eskaliert, haben wir jetzt eine Hintertür, um hier heil rauszukommen. Du wirst es nicht bereuen, mir vertraut zu haben. Was passiert, wenn ich den modifizierten Regulator einbauen lasse? Erstmal gar nichts. Es soll ja niemand merken, dass ich daran herumgeschraubt habe. Alles, was ich gemacht habe, ist eine kleine, sagen wir, Notabschaltung einzubauen. Wie gesagt, falls hier alles eskaliert, die Kleriker uns nicht mehr aus der Stadt lassen oder die Outlaws durchdrehen. Nur so für den Fall der Fälle eben. Bleibt zu hoffen, dass ich diese Hintertür niemals nutzen muss. Bist du aus der Wüste geflohen? Geflohen? Nein. Mein Aufenthalt hier ist nur konsequent. Die Wüste ist zwar meine Heimat, aber da wartet auch ein ganzes Heer an Arschmaden, die mir das Leben schwer machen. Hier kann ich mein Talent besser einbringen als beim Duke. Und du glaubst, hier ist es besser? Eine Zeit lang war ich davon überzeugt, ja. Seit die Berserker sich immer breiter machen, fliegen die Fäuste. Einer dieser Kerle hat sogar meiner Gefährtin den Schädel eingeschlagen. Und jetzt hat dieses Schwein es auf mich abgesehen. Helfen will mir natürlich niemand. Haben allesamt die Hosen voll. Welcher Berserker macht dir Probleme? Brabak, ein Bulle von einem Mann und zweimal so hässlich. Aber wenn er austeilt, kannst du deine Knochen neu sortieren, sofern du überlebst. Wegen Brabak. Wo treibt er sich herum? Meist hält er sich in der Nähe der Kneipe auf. Oh, ist hier? Folge einfach deiner Nase. Wenn es nach Pisse riecht, bist du richtig. Überlass ihn mir. Ich halte dich nicht auf. Im Gegenteil. Wenn du denkst, du schaffst ihn, richte ihm aus, dass er sich von mir fernhalten soll. Auch wenn es wohl besser wäre, wenn du ihm hinterrücks ein Messer in die Rippen rammst. Ich hätte es jedenfalls schon längst getan. Aber dazu fehlt mir der Mut. Aber ganz egal, wie du es anstellst, komm danach zu mir und ich zahle dich aus. Lass uns handeln. Alles klar. Ich muss erstmal was verkaufen. Das brauche ich alles noch so. Was kann ich dir verkaufen? Alpzauber. Ach, das ist ein Zauber. Machtwelle. Ist das auch ein Zauber? Jo. Machtstoß. Das ist Objektsicht. Krass. Brauche ich noch? Bier möchte ich eigentlich. Wegkriegen. Reines Index pro Kralle. Knochen können weg. Elektroschrott kann weg. Klebeband. Metallschrott. Gott, das brauche ich noch. Brauche ich auch noch die ganzen Briefe. Bis ich die erstmal alle fertig gelesen habe. Öllampe. Besen.
Ja, gut gesammelt. Alten Welt. Währung aus der alten Welt. Splitterrakete, Plasmazelle. Ich lass erstmal. So, was hast du denn für mich? Waffe hast du nur ein Beil. Rüstung hast du nichts und da. Du hast nicht wirklich etwas, was mir helfen kann. Erst darunter. Du bist nicht aus Goliath hierher geflohen, oder? Nee, ich war vorher im Tal, hab mich aber versteckt in einer Kiste den Aufzug hochtransportieren lassen. In einer Kiste? Ja, und das ist den Idioten noch nicht einmal aufgefallen. Du hast vielleicht ein Glück. Mit Glück hat das nichts zu tun. Können, mein Lieber. Und wie ging es dann weiter? Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Lust auf ein Bier? Klar doch. Na dann, mir nach. Das ist Gustav. Darf ich euch vorstellen, Gustav? Ich wäre hier doch irgendwie nicht reingekommen. Wie ist die Lage in der Stadt? Die Stadt steht kurz vor der Explosion. Outlaws, Berserker, Kleriker. Alle auf einem Haufen. Ich sage dir, das wird nicht mehr lange gut gehen. Man sollte sich gut überlegen, wem man hier einen Gefallen tut und wem nicht. Besonders diese verdammten Outlaws überall gehen mir auf die Nerven. Du scheinst Outlaws nicht leiden zu können. Wundert dich das? Wir haben viel zu viele von ihnen in der Stadt. Sie machen nichts als Probleme. Und draußen vor der Stadt auf dem alten Hof hängen schon wieder ein halbes Dutzend von ihnen herum. Ich wünschte, irgendjemand würde sie einfach vertreiben. Wenn du verstehst, was ich meine. Du willst, dass die Outlaws vor der Stadt sterben? Wow, wow, wow. Immer langsam. So habe ich das nicht gesagt. Auch wenn ich es bestimmt nicht schade fände, wenn sie keinen Ärger mehr machen würden. Wegen den Outlaws vor der Stadt? Ich würde denjenigen, der sie zum Verschwinden bringt, auch großzügig entlohnen. Will ich mich um die Outlaws kümmern? Von welchen Outlaws redest du genau? Wenn das ein Angebot war, dann vergiss es. Ich werde keine Outlaws töten. Ich werde die auch erstmal nicht töten. Wenn das ein Angebot war, dann vergiss es. Ich werde keine Outlaws töten. Ich habe mir schon gedacht, dass du so etwas sagst. Ich bin mir sicher, das Problem wird sich in naher Zukunft auch von alleine erledigen. Das muss auch nicht sein. Ich will die auch wirklich nicht töten, weil ich ja auch noch nicht mal weiß. Ich weiß wirklich nicht. Erst war ich so für die Berserker. Jetzt mittlerweile weiß ich aber echt nicht, ob ich nicht wirklich einen von den anderen Fraktionen angehören soll. Daryl. Ah, der Staub der Straße beehrt mich. Also, was bist du? Händler, Kopfgeldjäger oder ein Niemand wie die meisten da draußen? Ich war einmal ein Alp. Ein Alp? Du? Sagen wir einfach, der Fall ist kompliziert. Ah, naja. Ich wollte dir auch nicht unnötig auf die Eier gehen. Aber wenn du schon hier bist, habe ich mal eine Frage. Warum zieht es immer mehr von euch Typen in die Kuppelstadt? Da ich kein Separatist bin, wirst du sie das fragen müssen. Das muss ich dann wohl. Hatte gehofft, dass du eine Antwort darauf hast. Aber so wie ich das sehe, werden wir beide wunderbar miteinander auskommen. Denn sonst hättest du mich wohl kaum angequatscht. Wie lebt es sich hier? Bevor du anfängst, mir Löcher in den Bauch zu fragen, rauch erstmal eine mit mir. Ich habe das beste Zeug dabei, also was darf's sein? Was hast du anzubieten? Trolldung oder Rattenschorf, erstklassige Ware. Was? Du kannst es dir auch durch die Nase ziehen. Ein Wort und du hast eine Kostprobe. Lass gut sein. Nee. Naja, deine Entscheidung. Ab und zu ist ein bisschen Durchzug in der Birne genau das Richtige. Mehr für mich, weniger für dich. Und weil du wissen wolltest, wie das Leben hier ist, sollten wir zum geschäftlichen Teil kommen. Geschäfte? Mit dir? Natürlich.
Oder siehst du hier sonst noch jemanden, der die Taschen voller Splitter hat? Also, die Sache ist die. Die Kleriker drücken seit Jahren dieser Stadt ihren Stempel auf. Und der Duke denkt, dass sie das auf kurz oder lang überall vorhaben. Kurz gesagt, die Kuppelstadt könnte der Ausgangspunkt für einen Feldzug sein. Und das beunruhigt ihn. Mein Auftrag ist es, herauszufinden, ob sich da was zusammenbraut, das uns gefährlich werden kann. Welche Informationen hast du bisher über die Kleriker zusammengetragen? So gut wie nichts. Ich habe mich bisher nicht sonderlich geschickt angestellt. Du brauchst einen Spitzel, nehme ich an. Kluges Kerlchen. Und ich verrate dir auch, warum ich dich einweihe. In deinem Blick sehe ich, dass du ihnen nicht auf den Leim gehen wirst. Du bist nicht so einfältig und glaubst jeden Mist, den man dir vorkaut. Und was erwartest du jetzt von mir? Alles, was du tun musst, ist einem Typen auf den Zahn zu fühlen. Lutz heißt der Bursche und arbeitet als einer von Alois Technikern. Soweit ich weiß, versucht die Bande mit ihren Brüdern in Ignadon Funkkontakt herzustellen. Quetsch ihn also aus und bring ihn zum Singen. Ich will wissen, ob in nächster Zeit eine Offensive bevorsteht. Sobald du eine brauchbare Information gewonnen hast, kommst du zurück. Sollten wir uns wirklich darauf einlassen? Die Frage stellt sich doch gar nicht. Was ist schon dabei, ein paar Informationen einzuholen? Nur wenn es sich lohnt. Na, denkst du, ich speise dich mit einer Büchse Bohnen ab? Ich zahle schon, da kannst du dir sicher sein. Wenn ich nur über die Strategie der Kleriker Bescheid weiß, wo finde ich denn? Warum glaubst du, dass ein Techniker über die Strategie der Kleriker Bescheid weiß? Ganz einfach. Wenn irgendwo ein Draht durchschmort, wird er gerufen. Schwingt er dann den Schraubenschlüssel, schnappt er sicher etwas auf. Es ist also gar nicht notwendig, dem Funkmeister auf den Sack zu gehen. Ein kleiner Umweg und wir kriegen die Informationen auch so. Wo finde ich Lutz? Meist ist er mit der Wartung irgendeines Generators beschäftigt. Geh einfach mal die Wehrgänge ab. Weit kann er ja nicht sein. Ich komme von Vivien. Sie schickt mich wegen des Technikerjobs. Ah, sehr gut. Ich möchte dir ein Angebot machen, sodass sich deine Fragen vielleicht erübrigen. Ich will diesen Job um jeden Preis, wenn du verstehst, was ich meine. Es gibt bestimmt bessere als mich, aber es gibt niemanden, der so viel dafür bezahlt wie ich. Wie gut kennst du dich mit Technik aus? Sehr gut. Also, eigentlich fast gar nicht, aber ich lerne sehr schnell. Wenn ich jemanden habe, den ich fragen kann, ist der Rest kein Problem. Der Job ist mit Sicherheit nicht schwerer als mein letzter. Wie stehst du zu den Klerikern? Also pass mal auf. Es geht doch hier nicht darum, wie ich zu den Klerikern stehe. Es geht darum, ob ich mit ihren Maschinen Scheiße bauen würde. Die Antwort ist nein. Würde ich nicht. Ich will den Job, damit ich näher bei ihnen bin. Es ist ein beschissenes Gefühl, die Brüder unbewacht zu lassen. Je direkter mein Draht zu neuen Informationen, desto besser für uns alle. Wir haben keine Lust auf einen plötzlichen Krieg, von dem niemand etwas ahnen konnte. Ich habe genug gehört. Alles klar. Und denk dran, bei Vivien ein gutes Wort für mich einzulegen. Es wird sich für dich lohnen. Ganz ehrlich, ich mag den Typen überhaupt nicht. Der ist mir total unsympathisch, ist er mir. Darf ich da rein? Naja, ich darf hier zwar rein, aber so interessante Sachen haben wir hier nicht. Wir haben einen Hammer, wer bist du? Ein Separatist. Hey, was gibt's denn da zu glotzen? Kaya! Dieser Bereich hier ist den Flüchtlingen vorbehalten. Hier gibt es nichts zu holen für euch, Plünderer. Verschwinde hier! Ich glaube, das ist die Romanze, die wir freischalten können. Ja, weil... So hübsch und doch so vorlaut. Pass auch lieber auf, mit wem du dich hier anlegst. Ich bin kein Plünderer. So hübsch und doch so vorlaut. So hübsch und doch so vorlaut? Noch so ein blöder Spruch und du wirst mich kennenlernen, Freundchen. No. Wie du in dieser trostlosen Gegend. Du scheinst eine sehr starke Magierin der Berserker zu sein. Bist du immer so aufbrausend?
Hm. Bist du immer so aufbrausend? Was erwartest du, ein nettes Mädchen vom Lande? Ich bin in Goliath aufgewachsen. Wenn du schon einmal dort warst, dann weißt du, dass das Leben dort ziemlich hart sein kann. Was macht jemand wie du in dieser trostlosen Gegend? Die Menschen hier brauchen meine Hilfe. Viele sind hier gestrandet und wissen nicht, wie sie den nächsten Tag überstehen sollen. Ist das nicht die Sache der Kleriker? Pah, wenn sie sich doch genauso um die Menschen hier kümmern würden, wie um ihre kleinen Kriegsspielchen, dann müssten die Leute hier auch nicht im Dreck leben. Du scheinst eine sehr starke Magierin der Berserker zu sein. Naja, ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich hätte sein wollen. Auf meiner Pilgerreise habe ich schon viel gelernt. Jedoch stagniert meine Entwicklung, seit ich hier bin. Du bist noch in der Ausbildung? Nein, so würde ich das nicht bezeichnen. Von den Berserkern in Goliath kann ich nichts mehr lernen. Auch wenn sie das gerne anders sehen wollen. Meine Kraft ist, seit ich das erste Mal Magie wirkte, stetig angewachsen. Es hat irgendwie mit dem Mana und der Natur des Elex zu tun. Ich verstehe immer mehr die Zusammenhänge. Ich werde immer stärker. Es hört einfach nicht mehr auf. Es ist erschreckend. Wenn du so mächtig bist, warum ziehst du nicht in die Schlacht? Das ist ja das Problem. Ich kann meine Kräfte nicht kontrollieren. Manchmal sind sie übermächtig und fegen alles aus dem Weg. Leider auch nicht selten meine eigenen Leute. Aber die meiste Zeit bin ich genauso verwundbar wie jeder andere Krieger. Darum bin ich auf Pilgerreise, um diese Misere in den Griff zu bekommen. Jemanden wie dich könnte ich gut gebrauchen. Ha, möchte ich wetten. Glaub mir, Freundchen, mich zu zähmen haben schon ganz andere versucht. Ich könnte dir helfen. Ja, ja. Wenn ich dich so ansehe, dann hast du selbst genug Probleme. So ein ernster Blick passt nicht zu deiner restlichen Erscheinung. Irgendetwas stimmt doch nicht mit dir, Fremder. Na, was ist es? Bist du aus Stims? Oder hast du das große Mutantenflattern? Ja, mir fällt gerade ein, ich habe ja, wie ich ja schon erwähnt hatte, ich habe ja Risen oder die Gothic Reihe, habe ich ja nicht gezockt. Aber ich habe mir mal einige Folgen als Let's Play reingezogen, und zwar von Hand of Blood. Und da hatte ich gesehen, dass da immer so eine, mit dem Helden von Gothic, glaube ich, und Risen, ich weiß nicht, immer so eine Patty dabei war. Und die immer so mit dem geflirtet hat oder total zickig drauf war und alles drum und dran. Hochala, da ist gerade einer durchgerannt. Und diese Kaya erinnert mich ziemlich stark an der. An die. Erinnert mich ziemlich stark an die. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ihre Art. Elixentzug. Mein früheres Leben sah ein wenig anders aus als heute. Ein ehemaliger Alpsoldat. Wusste ich's doch. Commander. Tja, Eisklotz. Da haben wir wohl einiges gemeinsam. Wie auch immer, besser du behältst deine Griffel bei dir. Ich merk's sofort, wenn du was versuchst, klar? Wie sieht's jetzt aus? Mein Angebot steht immer noch. Ha. Und was genau hast du vor? Ich stecke mitten im Krieg gegen die Elixitoren und versuche dafür eine schlagkräftige Kampftruppe zusammenzustellen. Ach ja? Und du glaubst, ich beteilige mich an deinem kleinen Scharmützel? Als Gegenzug für deine Kampfkraft biete ich dir an, deine magische Entwicklung zu fördern. Du sagtest selbst, je länger du hier bleibst, umso unberechenbarer wirst du. Willst du die Menschen, die du zu schützen versuchst, durch deine eigene Hand in Gefahr bringen? Nein. Aber warum sollte ich ausgerechnet dir folgen? Ich kenne Elex und die Magie. Ich kenne die Impulse, die dich im Schlaf verfolgen. Ich kenne die Albträume und den Drang der Vernichtung. Jeden Tag aufs Neue versuchst du. Okay, okay, hör auf damit. Du hast mich überzeugt. Ich pack meine Sachen und warte draußen vor dem Haupttor. Ich rate dir aber, da aufzukreuzen. Sonst wird das ein kurzes Gastspiel, Freundchen. Gute Entscheidung. Ich werde da sein. Das möchte ich dir auch raten. Fulminant. Fulminant. Oh, du gehst mir so auf den Sack. Du gehst mir wirklich auf den Sack. Eine Grube gräbt, sollte eben nicht mit Steinen schmeißen. Warum zerbrichst du dir darüber den Kopf? Elex, sagst du? Er ist das schon am Reparieren. Mich schon eine ganze Weile an. Hey, du. Boah. Verdammt, ich erkenne dich. Du bist... Ja, Fank, ich bin's, dein ehemaliger Commander. Aber häng es nicht so an die große Glocke, okay? Ich hörte, sie hätten dich erschossen. Scheinbar eine Fehlinformation.
Wir leben hier unter Menschen, also versuchen wir uns den menschlichen Ritualen anzupassen. Hiermit heiße ich dich willkommen in der Kuppelstadt. Wirst du hier bleiben und uns bei unserer Sache unterstützen? Was ist eure Sache? Wir haben dafür gekämpft, in die Stadt zu dürfen. Und jetzt kämpfen wir darum, hier zu bleiben. Also, wirst du uns unterstützen? Nichts zu tun haben? Ja, wir müssen zusammenhalten. Ja, wir müssen zusammenhalten. Draußen herrscht Krieg. Die Menschen müssen einsehen, dass wir, zumindest für einige Zeit, dieselben Ziele verfolgen. Die Menschen schreien nach Frieden, während sie die Waffen aufeinander richten. Ich werde die Natur des Menschen niemals verstehen. Wir, du und ich, teilen ein ähnliches Schicksal. Es ist logisch, dass wir zusammenhalten. Wenn wir es nicht schaffen, neben den Menschen zu existieren, wird der Krieg niemals enden. Wieso werdet ihr in der Stadt geduldet? Das ist genau das, was wir werden. Geduldet. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr hier in der Stadt bleiben dürft, schätze ich als nicht besonders gut ein. Vermutlich hast du damit recht. Diese Stadt ist ein Bollwerk gegen den Krieg und jeder sieht etwas anderes in ihr. Die Outlaws sind der Meinung, sie werden unterdrückt und bekommen nicht genug Macht. Die Kleriker behaupten, sie wären neutral, auch wenn sie es offensichtlich nicht sind. Die Berserker hier sind feige und verstecken sich vor ihrem eigenen Gesetz. Wir sind die Einzigen, die ernsthaft versuchen, Frieden zu finden. Wir sehen, was die Alps anrichten und wir sehen, wohin das führen kann. Wir und die Menschen teilen die gleichen Ziele. Das ist der Grund, warum wir geduldet werden. Braucht ihr Hilfe? Es ist gut, dass du deine Hilfe anbietest. Die Berserker arbeiten bereits daran, uns aus der Stadt schmeißen zu lassen. Auch wenn sie uns nicht als Menschen sehen, so sind wir trotzdem auf Schutz angewiesen. Die Bedrohung der Alps aus Xakor betrifft uns alle. Du bist einer von uns. Aber die Menschen scheinen dies nicht zu erkennen. Wenn sich ein Mensch für uns einsetzen würde, hätten wir eine Chance, gegen Caleb und York anzukommen. Wegen eurer drohenden Verbannung aus der Stadt. Erklär mir deine Seite der Geschichte. Ein Berserker namens York hat uns beschuldigt, Spitzel der Alps aus Xakor zu sein. Er behauptet, er habe uns gesehen, wie wir mit ihnen Kontakt hatten, um Informationen über die Generatoren auszutauschen. Einen von uns haben sie bereits aus der Stadt geworfen. Lass dir gesagt sein, die Anschuldigungen sind eine Lüge. Wir sind keine Freunde der Alps aus Xakor. Wir sind Geflohene. Ich werde euch helfen. Gut, dass du dich dazu entschlossen hast. Am besten gehst du direkt zu York. Auch wenn Caleb derjenige ist, der die größten Anschuldigungen gegen uns vorgebracht hat. Aber seine Argumente beruhen einzig und allein auf dem Augenzeugenbericht von York. Wenn York zu den Klerikern geht und ihnen berichtet, dass er gelogen hat, dann hätte Caleb nichts mehr gegen uns in der Hand. York muss für uns aussagen, andernfalls werden wir aus der Stadt verbannt und dem Tod überlassen. Okay. Zeig mir deine Ware. Machen wir, Nee. Ach, da ist Naira. Mit der müssen wir ja auch noch reden. Was willst du von mir, Mensch? Mich vertreiben? Oder gar töten lassen? Ihr Menschen macht mir keine Angst. Ihr seid die Pest dieses Landes. Obwohl, irgendetwas ist anders an dir. Treibst du dich öfter unter unseresgleichen herum? Ich war selbst einst ein Alp. Wenn das der Fall ist, dann entschuldige. Du siehst aus, als hättest du dem Elix-Konsum abgeschworen. Ich komme von Vivian, wegen des Technikerjobs. Interessant, dass die Kleriker denken, ich würde für sie arbeiten. Ich bin ohne Frage die Beste. Ihre Wahl ist daher logisch. Aber ich will einen Beweis, dass sie willens sind, mit mir zusammenzuarbeiten. Wenn ich für die Kleriker arbeiten soll, möchte ich bezahlt werden, und zwar im Voraus. Du kannst also gut mit Technik umgehen. Wie ich bereits erwähnte, ich bin die Beste. Du wirst hier niemanden finden, der besser ist. Ich habe bereits einige Fehler in den KI-Systemen ihrer Roboter entdeckt und wäre bereit, sie zu modifizieren. Auch die Kuppel läuft nicht so effektiv, wie sie es könnte.
Könntest du dir vorstellen, mit Klerikern zusammenzuarbeiten? Für Menschen machen sie ihre Arbeit gut. Aber ihr Verhalten ist oft unlogisch. Eine Führung durch Alps oder einer Maschine wäre für diese Stadt von großem Vorteil. Aber es liegt nicht in meiner Macht, dies festzulegen. Also, ja, ich könnte mir vorstellen, mit ihnen zu arbeiten. Nein, ich werde dich nicht bezahlen. Gut, du hast deine Entscheidung getroffen. Ich werde nicht für die Kleriker arbeiten. Ja, vielleicht, da macht es halt jemand anders. Kann ich voll und ganz mitleben. Okay, Leute, ich muss mich verabschieden und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.